Hier ist grün. Aber endlich. Ach. Das Hallöchen geht an euch. Hallöchen, hängen, lecken. Was ist jetzt los? Es leckt gerade ein bisschen. Ich werde das Spiel nochmal ganz kurz neu starten. Also nicht ganz neu starten, aber mein Spielstand neu starten. Du fängst aber schon mal an mit dem, was du sagen wolltest. Bedingungen, Simua. Du musst, wenn ich aufhören soll, ich bin schuld, ich habe deine Einheit zum Schluss getötet. Damit kommt er nicht klar. Nein. Ich warte ein bisschen, vielleicht normalisiert sich das ja wieder. Das ist schneller, nämlich. Ich sehe nicht, das ist der gleiche. Nur einen kurzen Cut, kommen wir wieder. Ja. Tschüssi. So, da sind wir wieder. Wenn das wirklich immer noch nicht klappt, dann... Ja, oh, es ist viel schneller. Ja, aber es ist... Ja, fast, aber es wird sich schon wieder normalisieren. Ich werde jetzt ein bisschen kurz in der Gegend rumschauen, damit es alles ein bisschen lädt hier. Ja, dann fang schon mal ruhig an. Meine Forderung. Timur muss, damit ich aufhöre, seine Einheiten die ganze Zeit zu töten, ein Haus zerstören. Ein Gebäude. Ein Gebäude, ein Haus, ein bisschen lame. Ein Gebäude, das weder so groß ist wie ein Haus, also auch kein Holzfällerlager oder Bergarbeiterlager. Wie groß ist eine Mühle? Oder, und darf auch nicht so groß wie eine Mühle sein. Und in diesem Gebäude müssen Einheiten erschaffen werden können. Okay, und wofür stellt sie Bedingungen? Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so rübergekommen. Habe ich nur ganz. Ich habe doch gesagt, damit ich nicht mehr seine ganzen Einheiten töte. So schön auf die Burg. Welche Burg? Wir haben hier eine und wir haben hier eine. Und da rechts noch eine. Nein, das solltest du lassen. Nicht die Burg. Die ist zu teuer von den Steinen her, ne? Nur zur Info, ich darf das Gebäude danach wieder aufbauen. Also so ist es nicht. Also und du darfst auch frei auswählen, also eigentlich. Achso, ich muss frei auswählen. Ja. Dann würde ich doch. Also müssen Einheiten erschaffen werden. Dann werde ich auf den Hafen zerstören und wieder aufbauen. Wo bringen die Schiffe ihr Essen hin? Ich will noch mal nichts sagen. Aber... Achso, ja. Ist müde? Nein, Quatsch. Dann werde ich einfach nochmal die ganz normale Kaserne. Nochmal neu machen. Hat. Von mir aus. Was? Größe stimmt leider mit der Mühle überein. Oder? 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 Mühle ist so und Kaserne ist so. Oh, stimmt. Also darf ich die Kaserne umbringen, hätte ich was gesagt. Ich. Du möchtest, ja. Noch drücken. Frech wegdrücken. Hä? Und noch frech wegklicken. So. Tschüss, Kaserne. Und diese Kaserne fällt wieder auf. Weil sie ist eigentlich so das Wichtigste. Fragt mich nicht, warum jetzt diese Bedingungen gestellt wurden. Es ist einfach so. So, ich habe jetzt nochmal eine neue Gruppe. Also die Gruppe ein bisschen erweitert. Und ich habe eine komplett neue Gruppe. Die sind alle noch nicht so, wie ich sie haben möchte. Ah, die stellen sich immer so schön hin, die Reiter. Die berittenen irgendwas. Die Reiter vom Dienst. Ja, die Reiter vom Dienst, genau. Oh ja, ich glaube, hiervon sollte ich ein paar machen. Können wir bei den Kollegen von der Konkurrenz vorbei? Mache ich gleich, sobald ich hier. Bei den Kollegen von der Konkurrenz? Die Kollegen von der Konkurrenz, genau. Ein herrlicher Ausdruck. So, machen wir mal, wir können leider nicht die ganzen Leute sehen, weil das geht ja nicht. Da. Die sehen noch gerade so, weil wir hier sind. Vielleicht solltest du mal eine Eskorte durchs Grüne Reich schicken. Das Grüne Reich kenne ich ja schon fast. Nein, das Grüne Reich kenne ich ja schon fast vollständig. Das Gelbe Reich ist mir noch ein Rätsel. Das Rote Reich ist noch das größere Rätsel. Willst du mich da auch? Ja. Weil Geld liegt ja der dann werde ich vielleicht mal Transportschiff. Im schwarzen Gebiet, aber in Rot, in Stadtrot ist Beef angesagt. Schuld wird nicht nachgefragt. Alles denn gut. Der Übeltäter, geh mal kurz auf Rot. Ich werde ganz kurz. Auf Rot? Ja. Und geht aus dem Gebäude. Geht nicht. Ich kann leider nicht einsehen, solange ich nicht in Nähe bin. Warte, klick mal auf das Diplomatie-Dings. Oh, das wird hier gemacht. Diplomatie. Rechts. Okay. Denn der Übel heißt da nicht Mensch.
Ach so. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wäre so eine Wehrmacht. Hier kommen schon die Gelben an. Töte sie. Nein, ruhig. Ruhig. Böse Gelbe. Ich stelle jetzt nämlich hier ein paar Briten. Wenn das jetzt die sehen, die ich persönlich kenne. Oh mein Gott. Ja, ich schäme mich jetzt schon mal. Ich bin so aufgetreten. Wofür? Heute. Ja. Wenn das die sehen, die ich persönlich kenne von unseren Zuschauern. Tja. Oh, noch mehr. Achso, ja, stimmt. Regierst du? Warte mal. Schau dir. Ah, ich wollte schon sagen, da war nämlich gerade 169, 170 und es wird schon angezeigt. That was really, really. Die werden gleich mit einem Transportschiff. Strange. Sie müssen mehr Häuser bauen. Sehe ich auch. Vielleicht baust du. Oh, Entschuldigung. Vielleicht baust du einfach eine Burg, da sind genug Plätze frei für. Doch, ja, aber die kostet einfach zu viel. Oh, schau mal, wie viele Steine du schon wieder hast. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, durch die Häuser das Dorfzentrum schützen. Aber wie willst du dann da was machen? Zur Not? Ach ja, stimmt. Dann lass ich ihn frei, so an der Grenze hier. Du bist aber nicht durch die Häuser geschützt. Ja, nicht komplett. Also, so ein bisschen. Denn ich werde gleich diese schönen Reiter hier bereiten. Zu Rot schicken. Die sind ein Reiter nur? Nein, es sind fünf im Prozess. Ach so. Nee, sechs sogar. Wow. Nein, noch vier. Jetzt noch drei. Dann fangen wir jetzt hier noch ein paar Häuser. Progress. Also ich würde sagen, wir machen die 200 schon voll. Und das Problem ist, irgendwann muss man Dorfbewohner töten. Da. Oh, wir können ja richtig mal tauschen, die handeln. Was ist so traurig? Das tot ist, das Schiff. Da. Dam. Reliquie ausquartieren. Immer noch. Du hättest ein Kloster zerstören müssen. Ja, unbedingt zerstöre ich auch mein Kloster. Vor allem, wenn da eine Reliquie drin ist. What's that? Something is shooting. Was shooting. Puff. Ich glaube, hier sehen noch ein paar sehr unorganisiert aus. Puff. Except one. Ja, ja. This little bad thing can't patrolly. Das ist gut. Das hier, was hatte ich gerade? Die sind auch gut. Ah, okay. Team Red is bullying us. And the Camille Rider is. Team Red and Team Yellow and Team Green is. Manchmal frage ich mich, was sie da tun. Humchi. Das Haus ist auch gebaut. Ich mach jetzt einfach. Ja, bau doch mal was anderes. Warte mal, ich habe jetzt 200 Einheiten. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich jetzt noch ein Haus baue. Das bin ich jetzt gespannt. Das war ja das Maximale, was wir eingestellt haben. Wir müssen kurz einen Cut machen. Es klingelt bei uns. Das Haus ist gebaut und. Ich unterhalte euch in der Zeit. Tja. Tolle Unterhaltung, nicht wahr? Jetzt kommt aber wirklich gleich ein Cut. Denn jetzt, unser Besuch ist da. Jetzt kommt erst der richtige Cut. Zing, zing. Ach, Simon ist wieder da. Können wir ohne Cut weitermachen? Nee. Wieso? Keine Namen sind gefallen. Ja, trotzdem.
Wieso? Ich habe das hier gerade unterhalten, unsere Zuschauer. Ja, das kann ich irgendwie mal zusammenschneiden. Mach ich dann schon irgendwie. Nein, das machst du komplett. Oh, angegriffen, angegriffen. Angegriffen. War angegriffen. Ja, also, wir haben jetzt unser Transportschiff. Das werde ich jetzt erstmal ein bisschen. Wenn nur ein böses Schiff unser Transportschiff angreift, dann ist es dem Untergang geweiht. Also sollten ein paar das bewachen. Wie das dann um das Schiff rumfährt. Lalala. Und greifen nicht an. Weil die verbindet sind. Nein, das sind trotzdem. Das ist ja eine ganze Flotte. Was ist das für eine Armee? Ich glaube, das sind Handelsschiffe. Nee. Feuertriebwerke. Doch, ich bleib bei 200 Einheiten. Das kommt wirklich nicht mehr. Das habe ich eben schon gesagt. Hey, ich wollte noch ausprobieren. Bambu. Jetzt schickt das Schiff wieder auf Reisen. Jetzt sind sie außerhalb. Ja, ich glaube, ich mache aber mal 3, die wir jetzt beschützen sollen. 4. Ja, oder 4. Mach ich nochmal damit das. Machst du keine Komplikationen? Habe ich links gemacht? Ja. Wachen und dann klicken. Ach, ich hab ein bisschen was Wasser getroffen. Oder links. Also du. Was mach ich? Ich glaube, die greift jetzt mit Grünen an vielleicht. Oh! Die englische Flotte, nein. Die kommt auf englische Flotte. Ja. Nein, weil gelb sind die. Die gelben sind die. Ey, was machen die da? Soll uns nicht schämen. Solange die uns ja nicht angreifen. Was sie gerade aber tun. Feld abgeerntet. Achtung, sie werden angegriffen. Feld abgeerntet. Hinter das Geschehen. Da! Schnell, lass das Schiff verschwinden. Lass es mal vorausfahren. Silver. Es geht ja nur um ein bisschen Erkundung. Schnell weg und ausladen. Lass sie ausladen, schnell. Es geht nur um Erkunden. Und da können die jetzt einfach durchreiten, hoffentlich. Oh, die Gelben kommen. Okay, jetzt sind wir schon mal so langsam Erkundung. Da, genau, da ist im Moment kein Turm. Habt ihr so ein kleines kleines Reis oder was? Anscheinend ja. Wir müssen diese Ecke noch gut aus. Ja. Da oben rechts die Ecke. Hier ist grün? Aber endlich. Ach. Hier grenzen die beiden aufeinander. Okay, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen hier weg, weil hier wird gerade gekämpft, da will ich jetzt nicht. Ich will nur erkunden. Ich dachte, da wäre noch so ein Fluss zwischen. Hallo, weiß ich nicht. Hier ist es doch defensiv, oder? Ja, wir in der Nähe greifen die an. Ja, ich muss leider wieder durch in die andere Richtung. Ich gehe jetzt ein bisschen hier außen lang. Ach, hier ist die Burg. Hier ist Ende im Gelände. Sieht schön aus, lang. Keiner bemerkt mich vielleicht. Doch. Bisher noch nicht. Moment. Ja, okay, dieser Wachturm oder Hauptturm. Wir werden die ganze Zeit angegriffen. Die haben doch gar keinen Hauptturm. Psst. Nicht dort lang. Geht doch weiterhin unten lang, ihr Dummies. Was für Dummies. Aber bisher läuft es ganz gut im Ausspionieren. Solltest du am besten nicht angreifen, weil es schießt. Aber nur wenn du es angreifst, glaube ich. Okay. Ich glaube, hier hört es so langsam auf. Das Rote Reich wird erkundet. Das ist ja schon sehr erfolgreich, finde ich, gewählt. Gleich wird es. Diese Erkundungsaktion. Okay. Hier ist
Das blaue Meer. Und Achtung, da ist ein Wachturm. Warte, nach oben. Nach oben. Wir können jetzt. Ja, aber dann auch nach oben. Dann können wir nämlich endlich wieder ins gelbe Reich mal versuchen einzudringen. Genau, von der Seite waren wir. Haben wir einen Großteil der Karte ausgekundschaftet. Das ist doch schon mal gut. Also. Ich glaube, der Wald ist jetzt noch, da hört er auf. Ja gut, wir können schön vorbei. Solange der Wald ist auch noch nicht viel anderes. Ne? Also bisher läuft ja echt gut. Es geht schnell mit der Erkundung. Besser als ich dachte geht's schon. Was machen die da oben? Weiß ich nicht. Die Blauen. Also die sind am Holz da. Hallo? Nein! Nein, doch nicht am Wachturm vorbei! Ja, Samuel, bist du blöd? Du kannst am Rand vorbei, aber doch nicht am Wachturm. Ich wollte ja gar nicht, dass die irgendwas angreifen. Ich weiß nicht, die sind einfach. Ja, dann lass die einfach zurückgehen. Jetzt bin ich das gelbe Reich hier. Ja, vielleicht werden wir jetzt draufgehen so langsam, aber dafür haben wir jetzt ein großes. Jetzt nach da unten solltest du. Hier ist zwar eine Bock, aber scheiß drauf. Wir erkunden uns das Zeitalter. Oh, jetzt gehen wir alle drauf. Jetzt gehen sie alle drauf. Ein paar würden es schaffen. Vielleicht. Jetzt gehen sie alle drauf. Sie haben ehrenhaft ausgekundschaftet. Schau an, was wir geschafft haben. Oh nein, das Schiff ist tot. Ja. Zu viele Hals. Aber was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, ich glaube, jetzt geht es langsam in die Schlachtphase. Die englischen Flotten, du musst sie. Halt dein, all deine Schiffe, die greifen ja meistens nur die Dings, die. Das. Simmer, die Schiffe werden sich untergehen lassen. Du hättest mehr auf deine Schiffe achten sollen, als auf die Landarbeit. Immerhin. Es ist die Mittelmeerkarte. In der Mitte ist ein Meer. Aber ich glaube, wir werden das noch gut schaffen. Nein, werden wir nicht. Oha! Die sind weitaus in der Überzahl. Und Grün kommt auch noch dazu, als hätten die sich verbündet, was nicht geht, da ich es eingestellt habe. Verstärkung rückt doch an. Ja, und sie sind automatisch aggressiv. Das ist gut. Ja, greift das vor das Stück an. Okay, wieso nicht? Alle sollten immer eins angreifen. Der Fischkutter nicht, ne? Nein! Galeone erschaffen! Ein Hin- und Herkampf, was das Zeug hält. Kein Fischkutter mehr, aber egal. Ja, aber die Reuse wird gestört. Von mir aus. Wer gewinnt? Das ist so ein Spaß. Hier. Vier gewinnen. Wir können das schaffen. Turtle. Ein Schiff wird drauf gehen, ich sag's dir. Es kommt gleich noch neues. Ein Feld ist abgeerntet, oh mein Gott. Nein. Du hast so lange Felder abernten lassen, dass sie jetzt schon teilweise verschwunden sind. Entschuldigung, ich hatte ein bisschen Krieg zu führen. Hallo? Nee, ich hab das gedacht, wir schaffen das. Wir kriegen die alle down. Wir schaffen das. Meine Güte, das war ja richtig Action. Zimmer, der Kriegsherr. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schön, wo. Das sind aber knappe Grenzen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich bereits so weit ausgebreitet. Oh nein, das könnte auch gerne. Die Briten haben sich so weit. Wir als Briten haben uns als Einzige nicht so ausgebreitet. Das sind doch keine Briten. Doch? Das sind doch die Chinesen. Ja. Die Briten haben sich zu weit ausgebreitet. Da fehlt noch so einiges. Vor allem an Gold mangelt es uns, genauso wie an Stein. Apropos, was machen denn unsere Goldgräber da unten rechts? Oh. Darf ich das Bergarbeiterlager zerstören? Machen die rechte Ecke jetzt noch so ein Dorfzentrum. Ja, okay. Schaden kann es nie, ne? Nein, nicht da, ganz in die Ecke. Ach so, ja, egal. Ja, das geht nicht. Doch, weil das nicht ganz die Ecke. Oh.
Egal. Fast ganz in die Ecke. Das ist von den. Das ist ja wie eine richtige Mauer, da es geschützt ist, Zimmer. So, und jetzt könnt ihr alle euer Holz hier hinbringen. Zimmer. Also Holz haben wir im Moment am meisten. Durch den Abhang super geschützt. Ich fange schon an, das hier anzugreifen. Was macht denn hier oben? Hallo? Ist der bescheuert? Nein, der bringt jetzt nicht dahin, ne? So, wenn du dich abgeliefert hast. Dann gehst du da unten bitte wieder Holz hacken, bitte. Und hier wirst du dann auch abliefern. Also. Schau mal, halt die Gärmchen vordringen. Ja, schau dir mal unsere Rohstoffe an. Du hast ihn da wo oben hingeschickt. Schau dir mal unsere Rohstoffe an. Und rechts, wie sieht's da aus? Ja, aber jetzt können wir hier ein bisschen Holz hacken. Ja, aber dafür sollten sie erstmal eine Mauer bauen. Wozu das? Da ist ein Dorfzentrum, du doof! Egal. Und dann jetzt bauen wir noch eine Mauer dann dahin, die den Wald umschließt mit Tor. Warum? Hier kommt erstmal keiner hin. Doch! Zufällig die Grünen, die vielleicht etwas weiter unten links nur sind. Ja, dann baue ich halt eine Mauer um dieses. Ja, wenn du schon das Dorfzentrum falsch hinsetzt und dann auch noch das Holzfällerlager unnötigerweise hinsetzt, nimm dir einen und mach damit ein Tor. Dann solltest du auch wenigstens das. Du fängst schon mal. Ja, dann kann ich schon mal. Geht das hier durch? Nee. So. So, auf jeden Fall. Ich dachte, um den ganzen Wald. Nicht nur um die Hälfte. Das ist ja so viel. Ja, und da oben ist ein Wolf, du hast recht. Aber da ist ein Loch dann. Aber die graben hier ein bisschen auf der einen Seite. Deswegen. Also graben. Ja, auf jeden Fall. Das ist viel Arbeit, aber das. Jo, wir schaffen das. Auf jeden Fall, merkt man jetzt an unseren Rohstoffen hier. Wir haben viel zu viel. Oh mein Gott. Ich glaube, Stein kaufe ich mir jetzt mal ein bisschen. Verkauf jetzt mal ein bisschen Nahrung. Holz. Holz gibt mehr. Und das ist jetzt auch nicht. Und das sind wir gerade wieder gleich neu am Abbauen. Das reicht, 6000. Das reicht. Ich glaube 6000. Was? Was? Da kriege ich ständig Neues. Auf 6500. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich sehr viel Gold. Siehst du schon mal, Holz bringt schon viel, viel weniger als Nahrung. Kann es irgendwann mehr geben, wieder, bald? Wenn du hier entwickelst. Und was entwickelt? Eine Tribute. Selbe Sichtweise. Nein, das ist doof. Ich hab keine Verbündete. Ne. Heißt, du kaufst jetzt etwas Stein? Ja. 195 Gold! Für einen Stein. Für 100 Stein. Ich mach's einfach mal. Ja, mach. Weiter. Weiter. Naja. Weiter. Es reicht doch jetzt, komm. Warte, reicht ja noch eins. Ja, es wird auch mal teurer. Perfekt. Bau eine Burg dorthin, wo die Mauer baut. Ich habe hier schön Steine. Erstmal, die spare ich. Erstmal, hier ist jetzt kein so wichtiges wie da oben. Kein wichtiges Zentrum wie da oben. Ihr könnt schon mal anfangen. Ist ja auch kein Zentrum. Okay, nicht alles, aber. Du kannst ja jetzt diesen einkümmerlichen Männchen da einfach mal die Burg bauen lassen. Nee, dann das. Sonst werde ich weiterhin deine Einheit. Hallo, das kostet zu viel Stein. Du doof. Ich wollte Stein vielleicht noch für Felder. Nein, Quatsch. Für was denn, bitteschön? Tja, für was? Das werden wir im nächsten Part sehen. Nein, zuerst brauchst du die Burg, sonst brauchst du den Part gar nicht erst. Ich zeig dir mal. Wir haben jetzt 1300 Stein, ja? Ich zeig dir mal hier. 650 kleine Steine. Und ja, wofür? Da ist ein verdammtes Dorfzentrum, Simba. Ja, dann. Dann baue ich einen Turm hin. Das reicht mir auch. Aber dann in jede Ecke. Und noch ein Hauptturm, weil die Kanonentürme nicht effizient genug sind. Und dann darfst du den Part beenden. Außerdem könntest du dazu noch Einheiten erschaffen. So, dann baut die halt hier schon mal. Wenn du eine Burg baust. Hier hinkommt ein paar. Warum bauen die jetzt auf die rechte Seite wieder weiter? Habe ich dir erlaubt?
Nein, hab ich nicht. Da ist sogar noch ein angefangenes alles von der anderen. Ich hab mir das nicht erlaubt, das zu tun. C'est moi, der Dumme. Warum? Wir haben jetzt schon vier Dorfzentren. Es geht hier eher um die Leute. Und. Die kosten Nahrung. Du hast mehr als genug Nahrung. Ja, nein, deswegen ja. Deswegen müssen die ja nicht mit der Burg beschützt werden. Was meine ich? Jetzt will ich den Wald. Ich will den Turm. Erst wenn du fertig ist. Wenn er fertig ist, kannst du ansehen, komm, ob er fertig ist. Ja, super. Nein, du sollst den verdammten Wachturm direkt daneben bauen. Weil der effizienter ist. Was ist denn da, was macht denn der als anders als der? Die Kanonenschüsse sind überhaupt das Gegenteil von effizient. Warum soll ich den denn unbedingt entwickeln? Den Kanonenturm? Ja, der ist trotzdem stark, wenn er trifft. Ja, wenn er trifft. Ja, und das ist nicht sehr schwierig bei Belagerungsrammen und so. Und das, aber und bei Einheiten. Und der ist auch schon fertig. Schon wie, ich hätte jetzt die weiteren nicht anwählen können. Komischerweise kann man die immer anwählen. Das ja, ist weil das ist ja was anderes. Die sind ja wichtiger als so ein halbgebauter. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Nein, wir sind noch nicht fertig. Die Türme müssen erst noch gebaut werden. Die da vorne könnt ihr anderen mithelfen, wenn es fertig ist. Tientike. Hallo Mimi. Hallo Mimi. Hallo Mimi. Hallo Mimi. So, jetzt ist es immer noch 5, 21. Ich gehe es auch schon viel schneller. Oh ja. Ist irgendwo noch ein Feld, was abgebaut war? Ja. Oh, du hast die alle am verkümmern lassen. Ich war zu sehr mit Krieg beschäftigt, stimmt. Nein, du warst zu sehr mit dem Dorfzentrum da unten beschäftigt. Hallo. Dann darfst du jetzt aber auch, als Entschädigung, hier ist zu Ende. Lass ihn außen rum gehen. Und die andere lass die auch weg vom Holz. Ah! Deswegen. Lass die doch einfach mit ihm den Wall bauen. Ja. Da ist schon ein Stückchen. Achso. Aber dahinter fehlt noch ein Teil, wie du siehst. Aber ich glaube, der passt ja nicht gerade auch nicht hin. Ich hier. Kann ich hier jemand durch? Hier? Ja, dann würden sie gehen. Aber wenn gut. Sie dann wieder dort Häuser bauen? Das wäre noch von außen. Also ja, aber. Nee, dann kriegen sie Ärger. Doch von innen dort, wo die Lücke ist, ist halt ein Baum drin. Ja, aber dann kriegen sie halt Ärger. Ja. Vielen Dank fürs liebe Zusehen und dann gibt's jetzt noch einen kleinen Outtake von mir. Ja, viel Spaß dabei. Von der Pause zwischen der ersten und der zweiten Aufnahme heute, also der letzten Folge und dieser Folge hier, waren wir am selben Tag auch. Tschüss. Und hier, bis zum nächsten Mal. Und freut euch noch auf ein kleines Outtake. Tschüss.